Liebe Leute, herzlich willkommen bei Ghost TV. Schön, dass ihr vorbeischaut. Ihr seht heute mal mit Brille, hat seinen Sinn. Ich bin zwar kein Freund davon, aber heute brauche ich tatsächlich mal ein Skript, weil das Thema, über das wir sprechen, ist ja recht speziell und ich möchte euch da nichts falsch wiedergeben. Von daher habe ich mir heute mal ein Skript dazu genommen. Wir sprechen heute mal über den aktuellen Stand des Bleiverbots für uns Sportschützen und auch für die Jäger. Wenn euch das Video später gefallen hat, lasst mir ein Like da, lasst ein Abo da, kommt in den Discord, kommt auf Instagram, folgt uns bei Facebook, wo immer ihr wollt. Und wenn ihr Fragen habt, schickt mir eine Mail. Die Mailadresse findet ihr in den Kanalinfos. Legen wir mal los. Was gibt's da Neues? Der DSB hat auf seiner Homepage, den Link packe ich euch nachher unten mit in die Videobeschreibung, am 10.06., allerdings schon, ist also schon ein paar Tage alt, mal die aktuelle Entwicklung zu dem Thema Blei im Schießsport und auch für die Jäger mal neu dargestellt und so ein paar Ergebnisse vorgelegt und uns über den aktuellen Stand der Dinge mal informiert. Und das will ich euch nicht vorenthalten. Fangen wir mal an. Die beiden Unterausschüsse der Europäischen Chemikalienagentur, ja, die ECHA, der Ausschuss für Risikobeurteilung, die ERC, und der Ausschuss für die sozioökonomische Analyse, SEAG, haben in ihren jüngsten veröffentlichten Stellungnahmen die Beschränkung der Verwendung bleihaltiger Munition für die Jagd und das Sportschießen im Freien befürwortet, aber auch weitere Möglichkeiten für die Verwendung bleihaltiger Munition im Schießsport aufgezeigt. Was heißt das für uns erstmal? Auf Deutsch ganz einfach übersetzt, die drei Agenturen haben sich da zusammengesetzt und es ist ein bisschen Bewegung in die Sache gekommen. Man hat also mal nach Alternativen gesucht und die Alternativen gucken wir uns jetzt mal an, sehen gar nicht schlecht aus. Wichtig jetzt bei der ganzen Geschichte, es wurde jetzt schon darüber gesprochen, bleihaltige Munition bezogen aufs Freie, ja, also im Freien, offene Stände. Das wird noch wichtig, weil ganz am Ende des Artikels, da können viele von uns erstmal wieder aufatmen. Aber wir fangen mal an, wir machen mal in Ruhe Schritt für Schritt die Geschichte durch. Also, die Ausschüsse sind der grundsätzlichen Ansicht, dass die Verwendung von Blei ein Risiko darstellt, das nicht angemessen kontrolliert wird. Okay, da scheiden sich schon die Geister, aber um dem Umweltschutz da Genüge zu tun, lassen wir uns das mal gefallen erstmal. In ihren Stellungnahmen haben sie einige Punkte besonders hervorgehoben und entsprechende Änderungen vorgeschlagen. Und da wird es jetzt interessant, ja, weil da sieht man, dass es tatsächlich eventuell da Kompromisse geben kann, mit denen wir auch wirklich gut leben können. Gucken wir uns die erste Geschichte an. Der ursprüngliche Beschränkungsvorschlag der ECHA sei mit geringfügigen Änderungen eine wirksame, praktische und überwachbare Maßnahme, die Risiken von Blei für Menschen, Wildtiere, insbesondere für Vögel und die Umwelt zu verringern. Also, auch da wieder, im Endeffekt ist dieser ursprüngliche Vorschlag der ECHA dann wohl doch mit geringfügigen Änderungen für den einen oder anderen da akzeptabel geworden. Wir gucken uns mal die Ausnahmeregelung für Bleischrotmunition im Sportschießen an. Ja, also hier sprechen wir erstmal nur über Bleischrote. Die Ausschüsse sind der Ansicht, dass die Durchsetzung der Beschränkung vereinfacht würde, wenn diese Ausnahmeregel nicht umgesetzt würde. Also auf Deutsch, ändert doch bitte nichts daran und zieht das Ding voll durch und verbietet Blei komplett. Ja, also das müssten die erstmal vorweg sagen, das wäre denen am liebsten. Sollte der europäische Gesetzgeber jedoch beschließen, dass die Ausnahmeregelung erforderlich ist, ja, weil das wird ja auch noch verhandelt, ist diese Ausnahmeregelung erforderlich, ja, nein,
Das beschließt letztendlich die EU. Wenn es so sein sollte, dass diese Ausnahmeregelung erforderlich ist, dann wird vorgeschlagen, diese auf die im Sportschießen gemäß der Regeln der ISSF und der, ich spreche es bestimmt falsch aus, ja, bitte seht es mir nach, FITASC, das sind zwei Verbände, die sich mit dem sportlichen Tontaubenschießen beschäftigen. Die FITASC ist ein französischer Verband. Und da wäre man bereit, Schrotkugeln zwischen 1,9 und 2,6 mm Größe zu akzeptieren. Ziel ist es, die Vorteile eines generellen Verbots des Inverkehrbringens von Bleischrot so weit wie möglich zu erhalten. Das heißt also, ursprünglich hieß es, alles muss weg an Schrot. Jetzt wird darüber entschieden, ob eine Ausnahmeregel getroffen wird. Das entscheidet, wie gesagt, die EU. Wenn es so ist, dann schlägt man eben vor, Bleischrote in den Größen 1,9 bis beziehungsweise und 2,6 mm noch zu tolerieren. Aber wir haben ja auch noch die Situation für die Freunde unter uns, die kein Schrot schießen, sondern die Bleigeschosse verwenden. Und zur Verwendung von Bleigeschossen, also keine Schrotmunition für das Sportschießen, da wird Folgendes gesagt. Der ursprüngliche Vorschlag hieß, das Sportschießen mit Bleigeschossen könnte weiterhin auf ausgewiesenen Schießständen fortgeführt werden, die über Geschossfangvorrichtungen verfügen, die eine Rückgewinnung von mehr als 90% des Blei gewährleisten. Diese Rückhaltemaßnahmen müssen 18 Monate nach Inkrafttreten für Großkalibergeschosse und 5 Jahre nach Inkrafttreten für Kleinkalibergeschosse vorgehalten werden. Das heißt also, im Endeffekt nichts anderes, als dass wir Kugelfänge brauchen, bei denen gewährleistet ist, dass wenn die hinterher gereinigt werden, dass die wenigstens 90% des Bleis aufgehalten haben, sodass das dementsprechend ordnungsgemäß und umweltschonend und umweltfreundlich entsorgt werden kann. Aber wir sprechen immer noch von Außenständen. Das ist ganz wichtig. Nicht von den Raumschießanlagen. Der aktualisierte Vorschlag dazu sieht folgendermaßen aus. Das Sportschießen mit Bleigeschossen aller Kaliber kann fortgesetzt werden, wenn 5 Jahre nach Inkrafttreten des Gesetzes an der Schießstätte Geschossfänge und Sandfänge nach Best-Practice-Beispielen vorhanden sind. Das heißt also, die sich bis jetzt bewährt haben und die auch wirklich gewährleisten, dass sich wenigstens diese 90% Pi mal Daumen auch tatsächlich in Anführungsstrichen recyceln kann. So, wo waren wir stehen geblieben? Hier. Darüber hinaus müssen die Eigentümer von Schießständen, die zuständigen Behörden, innerhalb von 18 Monaten nach Inkrafttreten der Richtlinie über ihren Schießstand informieren und sicherstellen, dass keine landwirtschaftliche Tätigkeit an diesem Standort stattfindet. Ja, und da ist eine Anmerkung mit drin, dass diese Geschichte in Deutschland schon gewährleistet und umgesetzt wurde. Ja, also das haben wir wohl schon geregelt. Grund für die Aktualisierung. Die Liste der Eingrenzungsmaßnahmen wurde nach der 6-monatigen Konsultation um Best-Practice-Sandfänge erweitert, die sich als ebenso wirksam wie andere Geschossfänge zur Verhinderung und Freisetzung von Blei in die Umwelt erwiesen haben. Die Übergangsfristen wurden für alle Kaliber auf 5 Jahre verlängert, damit genügend Zeit für die Umsetzung der erforderlichen Eingrenzungsmaßnahmen bleibt. Die Verpflichtung, die Behörden zu informieren, setzt diese über die entsprechenden Standorte in Kenntnis und hilft bei der Durchsetzung der Regelung. Das heißt also auch, da gab es eine Verbesserung. Die Sandkugelfänge, der eine mag sie, der andere mag sie nicht, weil die sind natürlich extrem schwer zu reinigen. Aber es gibt da ja natürlich auch noch andere Varianten, die gewährleisten, dass das Blei wirklich zentralisiert aufgefangen wird und auch nicht
in die Umwelt entlassen wird, sondern tatsächlich im Kugelfang verbleibt. Ich denke, das ist schon mal ein kleiner Fortschritt. Die Zunahme von Sandgeschossfängen als aus Sicht der ECHA geeigneten Geschossfänge sowie die Verlängerung der Übergangsfristen für alle Kaliber auf 5 Jahre können als Teilerfolge angesehen werden. Auf die weiteren Details dazu wird der DSB weiterhin einen kritischen Blick haben. Also, auch da muss ich sagen, ich finde es in Ordnung. Wenn diese Regelung kommt, haben die Schießstände erstmal noch 5 Jahre Zeit, sich darauf einzustellen, weil das muss auch klar sein. Die Schießstandbetreiber sind in den seltensten Fällen Multimillionäre und können sich das mal eben aus dem Ärmel schütteln. Das Ganze kostet enorm viel Geld. Ja, das weiß jeder, der mal so einen Umbau einer Schießanlage begleitet hat und da mal einen Blick auf die Kosten geworfen hat. In seiner Stellungnahme spricht der RAK, also die ERC, als Empfehlung sich außerdem dafür aus, zukünftig mögliche Risiken durch Blei aus Zündhütchen und beim Sportschießen in Indoor-Schießstätten zu prüfen, sowie Schießstände aufzufordern, über mögliche Risiken durch die Verwendung bleihaltiger Munition zu informieren. Also, man soll bei den Indoor-Schießanlagen, da wird also das erste Mal von Innenständen gesprochen, ja, von Raumschießanlagen, dass man dann zumindest dazu verpflichtet wird, wie bei der Zigarettenwerbung, die Nutzer des Schießstandes darauf hinzuweisen, dass Blei gesundheitsschädlich sein kann. Ich denke mal, damit können wir leben. Und wer sich da mit dem Thema Sportschießen auch auseinandergesetzt hat, dem wird das auch schon bewusst sein. Gucken wir mal weiter. Und auch die ECHA selbst hat gemäß dem üblichen Verfahren ihren ursprünglichen Vorschlag aktualisiert. Um die während der 6-monatigen Konsultation, die am 24. September 2021 endete, eingegangenen Beiträge zu berücksichtigen. Der aktualisierte Vorschlag, ein sogenanntes Hintergrunddokument, wird in Kürze auf der ECHA-Webseite verfügbar sein. Also wer sich dafür interessiert, geht mal auf deren Homepage, da werdet ihr es in Zukunft dann auch wiederfinden. Wie soll das Ganze jetzt vonstatten gehen? Also wie geht es weiter? Die aktuell vorgeschlagenen Änderungen der Ausschüsse und der Beschränkungsvorschlag der ECHA insgesamt werden Gegenstand einer erneuten öffentlichen Konsultation sein. Der SEAG wird Ende Juni eine 60-tägige Konsulatsphase, voraussichtlich vom 29.06. bis 29.08.2022 starten. Und im Dezember soll dann die finale Stellungnahme vorliegen. Ja, also bis zum Jahresende sollen wir da mehr Gewissheit haben. Noch ist der vollständige Entwurf der SEAG-Stellungnahme jedoch nicht veröffentlicht. Anfang 2023 werden schließlich die beiden finalen Stellungnahmen von ERC und SEAG an die Europäische Kommission übermittelt. Ja, also wir haben noch ein bisschen Zeit und ihr seht wieder mal, Papier ist geduldig. Die Entscheidung über REACH-Beschränkungen werden in der Europäischen Kommission von den EU-Ländern getroffen und vom Rat und dem Europäischen Parlament geprüft. Also bis dahin alles ein bisschen verwirrend. Das ist aber für uns auch eigentlich erstmal nicht so interessant. Das sind viele Verwaltungsvorgänge, auf die wir keinen Einfluss haben, die wir einfach mal über uns ergehen lassen müssen. Der DSB wird sich weiterhin insbesondere mit seiner eigens dazu eingesetzten AG Blei mit Nachdruck gemeinsam mit den nationalen und internationalen Partnerverbänden aus Skisport, Jagd und weiteren Interessengruppen für die Belange der Sportschützen einsetzen und deren Interessen vertreten. Da gehe ich mal von aus. Ja, dafür zahlen wir auch unsere Beiträge. Darüber hinaus wird es anschließend darum gehen, auf die politischen Entscheider auf nationaler und EU-Ebene zuzugehen, um Unterstützung für die Position des Skisports zu erreichen. Das kann natürlich mal in dem einen oder anderen Land eine Herausforderung werden, genauso wie bei uns. Eins darf man nicht vergessen, ich hatte das mal in einem Video erwähnt, hier bei uns in Deutschland ist der Skisport
mit der Tradition sehr eng verbandelt und es ist auch von der UNESCO anerkannt. Ja, also diese Tradition, die wir hier pflegen, auch die Sportschützen, die kann man uns nicht so einfach verbieten. Ja, aber das ist ein anderes Thema, da hatte ich schon mal ein Video zu gemacht. Der Hintergrund zu dieser ganzen Geschichte ist, dass im Februar 2021 die ECHA einen Vorschlag für EU-weite Beschränkungen für die Verwendung von Bleimunition für die Jagd und das Sportschießen im Freien vorgesehen hatte. Der Vorschlag für die Beschränkung wurde auf Ersuchen der Europäischen Kommission ausgearbeitet. Eine mögliche Regelung für Blei bei diesen Tätigkeiten soll im Einklang mit dem Green Deal der EU, ihrer Chemikalienstrategie für Nachhaltigkeit und dem Aktionsplan für eine Nullverschmutzung von Wasser, Luft und Boden stehen. Ja, also man möchte am liebsten alles verbieten, was in irgendeiner Form der Umwelt schadet. Wir sehen es im Kfz-Bereich, wir sehen es in vielen anderen Bereichen. Da möchte ich aber hier auch nicht drauf eingehen. Da wird jeder seine eigene Meinung haben und die soll er auch haben. Laut ECHA könnte im Falle einer Verabschiedung der aktuellen vorgeschlagenen Beschränkung die Bleiemission im Vergleich zu einer Situation ohne Beschränkung angeblich um 72% reduziert werden. Kann ich nicht nachvollziehen, dafür fehlt mir wahrscheinlich das Hintergrundwissen, aber ich halte es schon für extrem viel. Und jetzt kommt der Schluss dieser ganzen Geschichte und den halte ich eigentlich für am interessantesten. Ja? Die militärische Verwendung von Bleimunition sowie anderer nicht zivilen Verwendungszwecke von Bleimunition, zum Beispiel durch Polizei, Sicherheits- und Zollbehörden, fallen nicht in den Anwendungsbereich des Beschränkungsvorschlages. Das heißt also, die sind davon völlig unbetroffen. Die können weiter auf den Schießständen schießen, wie sie wollen, mit Bleimunition, die bleiben völlig unberührt davon. Und jetzt kommt was, was mich dann wirklich stutzig macht, weil dann werden sich viele fragen, um Gottes Willen, warum hat er jetzt den ganzen Klimbim vorgelesen? Auch die Verwendung von Bleimunition in Indoor-Schießstätten ist ausgeschlossen. Das heißt für mich, korrigiert mich, wenn ich ein Brett vorm Kopf habe und wenn ich das falsch sehe, all die von uns, die in einem Indoor-Schießstand, in einer Raumschießanlage schießen, also nicht im Freien, die brauchen sich keine Gedanken machen. Oder sehe ich das falsch? Wenn ich da ein Brett vorm Kopf habe, schreibt es mir in die Kommentare und macht mich schlau. Ansonsten muss ich ganz ehrlich sagen, das ist aber wieder meine persönliche Meinung, ist das Ganze wieder viel Rauch um nichts, weil die meisten Sachen natürlich die Schrote letztendlich betreffen und die Jäger. Ja, all die, die in Innenschießanlagen, also in Raumschießanlagen trainieren, schießen, Wettkämpfe bestreiten, sind da erstmal außen vor. Nicht erstmal, sondern wir haben es ja schwarz auf weiß, die sind davon ausgeschlossen. Also brauchen wir uns, ich glaube, da erstmal keine Gedanken machen. Schreibt mir mal eure Meinung zu diesem recht komplizierten Thema, wenn ihr Bock habt, wirklich mal in die Kommentare. Ich weiß, in meiner Community sind einige Leute, die haben da wirklich Spaß dran und ich freue mich immer, wenn ich auch ellenlange Kommentare kriege, weil das Schöne ist daran, aus den Klamotten lerne ich auch noch viele Sachen. Ja? Und es macht wirklich Spaß, dann so sachliche und auch, ich sag mal, fachliche, vernünftig dargestellte Kommentare dann wirklich durchzulesen. Ja? Da habe ich wirklich Bock drauf. Ansonsten soll es das gewesen sein für dieses Video. Eigentlich war ein anderes Video geplant, aber aufgrund der Aktualität habe ich mir gedacht, ich ziehe das einmal vor, solange das Thema, ich sag mal, noch relativ jungfräulich ist. Wie gesagt, schreibt mir eure Meinung mal in die Kommentare, was ihr zu dem ganzen Thema haltet. Vielleicht werft ihr mal einen Blick auf den Link auf die Seite vom DSB. Wenn ihr da was anders interpretiert als ich, schreibt es mir auch in die Kommentare oder schickt mir eine Mail, wie auch immer. Und ich hoffe, dass euch das Video zumindest etwas gefallen hat, dass euch die Informationen ein bisschen was genutzt haben und euch da vielleicht weiterbringen. Und ansonsten bleibt wieder wie immer nichts zu sagen, außer bleibt gesund und munter und passt gut auf euch auf. Und ich hoffe, wir sehen uns
beim nächsten Video wieder. Macht's gut. Bis dahin. Ciao, ciao. Thank you.